Ja, und damit ein ganz großes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zockerfreunde, zu einem weiteren Tutorial hier auf Grand RP. Und zwar geht es heute um die Clubs. Ja, die möchte ich euch so ein bisschen näher bringen. Ich glaube, aktuell eher nicht so im Gebrauch, die Clubs, aber vielleicht trotzdem recht interessant zu wissen, was ist das, was kann man da machen, was ist zu erwarten. Und zwar, wenn wir App M drücken und interessante Clubs anklicken, finden wir hier insgesamt drei Clubs. Der Aufbau ist dann letzten Endes gleich. Kleinere Unterschiede gibt es, die ich euch dann erzähle. Ihr habt einmal die Drifter, die Rennfahrer und die Biker. Da könnt ihr euch zwischen den dreien eins aussuchen. Wir nehmen mal Rennfahrer, habe ich schon mal gemacht. Nehmen wir mal die Biker. Die finde ich eigentlich ganz cool. So, ich bin jetzt im Club beigetreten. So, immer kurz die Hand geschüttelt, war vielleicht eine Aufgabe. Ja, wenn wir jetzt die Karte öffnen, sehen wir drei Basispunkte. Einmal hier, dann dort oben und dann dort unten. Die Basen sind im Prinzip gleich pro Club, aber es gibt einen Unterschied. Das ist für die Drifter, das ist für die Rennfahrer und hier oben, das sind für die Biker. Da fahren wir gleich mal hin und gucken, was uns dort erwartet und dann gehe ich weiter ins Detail. So, hier oben angekommen bei dem Club gibt es logischerweise auch einen Eingang zum Club, aber ist eigentlich nicht weiter interessant. Man kann hier bloß was zu trinken kaufen bei dem Dude hier. Ich weiß nicht, wenn man die Büroaufgabe hat, trink oder generell trink Alkohol. Ja, da können wir hier natürlich die Sachen kaufen. Ich weiß nicht, ob es bei dem Bürojob dann auch gehen würde, wenn. Aber kann sein, dass es dann heißt, trink Alkohol. Egal, wie dem auch sei, ist jetzt nicht Gegenstand des Videos. Sonst gibt es hier nichts weiter Interessantes. Aber wenn wir jetzt nochmal M drücken, interessante Clubs, finden wir hier jetzt, ja, einen Aufbau. Wir finden hier oben Kisten, die wir ergattern können. Das sind Reifen. Kisten, durch die Teilnahme an den Aktivitäten hast du die Chance, diese Preise zu gewinnen. Aktivität ist damit gemeint, ein Rennen, was alle 4 Stunden stattfindet. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ab Server Restart, also das heißt ab 4 Uhr und dann alle 4 Stunden. Könnt ihr euch ja dann selber ausrechnen und dann könnt ihr hier praktisch das Rennen dann euch die Route anzeigen lassen. Theoretischerweise müsste es auch hier eine Meldung irgendwie geben, dass das Rennen bald stattfindet, soweit wie ich weiß. Könnt mich gerne korrigieren. Für die Teilnahme an den Aktivitäten gibt es Preise zu gewinnen. Von Level 10 bis Level 20 gibt es die Möglichkeit, themenbezogene Kisten zu erhalten. Ab Level 30 gibt es die Möglichkeit, eine Kiste mit besonderen Felgen zu erhalten. Ja, da sehen wir es praktisch nochmal. Ich weiß nicht, ob es von Level 1 bis Level 20 was gibt. An dem Rennen konnte ich bisher leider nicht teilnehmen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Hier sehen wir aber mein Level. Level 1, wir haben 0 von 10.000 Punkten. Wie können wir dieses Level steigern? Indem wir diese drei Aufgaben machen, Ersatzteile aus einer Werkstatt stehlen, Kraftstoff aus einer Tankstelle stehlen, Erdölproduktion aus einer Ölstation stehlen. Diese drei Aufgaben sowie der allgemeine Aufbau sieht bei jedem gleich aus. Also da gibt es keinen Unterschied. Ob ihr jetzt nun Driftclub, Motorradclub oder Rennfahrer seid. Also das ist, wie gesagt, alles gleich. Wo es natürlich einen Unterschied gibt, Fahrzeuge anfordern. Na, wir sind drinnen im Club, wir müssen, glaube ich, rausgehen.
Genau. Hier können wir uns Motorräder ausleihen, kostenfrei, je nachdem, welches Level wir sind, ne, oder welchen Rang wir sind. Rang 1, Rang 3, Rang 5 und so weiter und so fort, können wir uns hier ein Bike ausleihen. Logischerweise, bei Rennfahrer ist es ein Auto und bei Drift Club halt ein Driftauto. Ich nehme jetzt einfach mal irgendeins. Zack, und das ist hier. So, das ist hier um eine Ecke gespawnt. Also, wie gesagt, völlig kostenfrei. Ihr könnt damit fahren. Hinten Kennzeichen Club. Für Anfänger vielleicht ganz interessant. Wichtig ist natürlich abschließen. Achso, abschließen geht ja nicht. Bei den Club-Autos. Und anschnallen bei Motorrädern ist ebenfalls ein bisschen schwierig. Also die könnt ihr, wie gesagt, frei nutzen. Wichtig ist bloß zu beachten, wenn ihr von dem Auto absteigt, ihr habt 300 Sekunden Mietzeit hier oben links, rechts. Na, und so habt ihr ein kostenloses Auto zur Verfügung und könnt damit rumgucken. So, fahre ich nochmal schnell zurück zu meinem Audi. Ja, dann haben wir die Möglichkeiten, hatte ich ja gesagt, um unser Level zu steigern, indem wir die Ersatzteile stehlen, Kraftstoff stehlen und oder Öl stehlen. Für Level 1 gibt es pro Aufgabe oder pro ja, Tätigkeit, Aufgabe, sagen wir es mal Aufgabe. 500 Punkte. Wir machen das jetzt mal eben schnell, ja. 5 Kilometer müssen wir fahren. Also insgesamt 1500 Punkte müssten wir theoretischerweise erreichen. Also ich habe es einmal getestet, müssen wir vielleicht noch mal kurz gucken. Ich weiß dann auch nicht, wie es mit Level 2 und so weiter aussieht. Ob es da eine Steigerung gibt. Sicherlich ja. Schreibt es gerne auch in die Kommentare. Und ich fahre jetzt, wie gesagt, zur Werkstatt hin und zeige euch, was ihr dann machen müsst. So, an der Werkstatt angekommen. Ist zum Glück frei. Müssen wir drauf achten. Fahren wir rein. Und das war's. Mehr müsst ihr nicht machen. Na, und wir gucken mal kurz auf die Punkte. Ja, 500 Punkte haben wir gekriegt. Und so können wir die nächste Aufgabe machen. Ich zeige euch das einfach mal. Und das könnt ihr dann eine Stunde wiederholen. Ich mache jetzt, wie gesagt, die anderen beiden noch, beziehungsweise zeige euch, was ihr da machen müsst. Ist auch relativ simpel. So, da sind wir auch schon. Es sind nicht immer dieselben Stationen, also die variieren. Ja, und da fährt er einfach hin, drückt E und kriegen wieder 500 Punkte. Und wir fahren jetzt noch zu dem letzten, zu der Ölstation, ist nicht ganz so weit. Also, wie gesagt, die Points ändern sich dann. Kann dann auch mal oben im Palito sein, außer, wie gesagt, die Ölstation, da gibt es ja bloß eine. Aber da kann es halt jeweils immer eine andere sein. Ne, und so könnt ihr Punkte machen und leveln. Aber ich denke mal, wie gesagt, wenn ihr auch da E drücken, ich denke mal, wenn ihr dann ein Level höher seid, bekommt ihr dann auch mehr Punkte. Aber was wir noch machen können, ich fahre noch mal kurz so ein bisschen abseits. So, ich stelle mich mal einfach hier hin, steige aus. Wenn wir noch mal M drücken und interessante Clubs, sehen wir noch, ja, Routen, die wir fahren können. Und da müssen wir eine gewisse Zeit erreichen, um Gold zu bekommen. Da nehmen wir jetzt mal teil. Wir haben jetzt 1500 Punkte. So könnt ihr auch noch. Ah, Basis. Okay, wir müssen noch mal kurz zur Basis hochfahren. Sorry, Leute. So können wir nämlich auch noch mal ein paar Punkte generieren. Viel ist es nicht, aber für den Zeitvertreib, ja, wer es mag, kann das gerne machen. Also wie gesagt, ich fahre halt noch mal schnell hoch und dann sehen wir uns dort wieder. So, und da bin ich. Wir drücken wieder M, interessante Clubs. Und ich nehme jetzt einfach das erste. Zack, und da sehen wir. Ja, sind wir in einer anderen Welt. Wir können nicht, sag ich mal. Ja, es kommt uns keiner entgegen oder so. Also wie gesagt, wir sind da
In einer anderen Welt. Und wie gesagt, wir sehen die Zeiten. Wir müssen für Gold 1,4 fahren. Zwischen 1,4 und 1,14 sind wir Platz 2. Zwischen 1,14 und 1,24 Platz 3. Und dementsprechend bekommen wir eine unterschiedliche Anzahl von Punkten. Die Strecken scheinen dieselben zu sein. Bloß halt, je nachdem, welchen Club ihr angehört, fahrt ihr dann dementsprechend mit einem anderen Auto. Sorry. Ja, und dann fahren wir halt die Strecke lang. Wie gesagt, die Strecken scheinen sich zu ähneln, wusste ich halt auch nicht. Aber halt die Zeiten sind unterschiedlich, logischerweise. So, mal sehen. Ja, wir sind jetzt Platz 3 leider nur gewesen. Also da ist auf jeden Fall Verbesserungspotenzial drin. Und wir gucken mal, wir haben jetzt 10 Punkte bekommen für Platz 3. Es kann für jede Strecke und jeder Club eine andere Punktzahl sein. Zum Beispiel beim Racer habe ich das getestet mit dieser Strecke. Da habe ich bei Platz 3 11 Punkte bekommen, bei Platz 2 14 und bei Platz 1 18. Aber das kann sich von Strecke zu Strecke ändern. Ich hatte bei einer Strecke, ich glaube, bei der waren es 25 für Platz 1 und für die 28. Hängt, glaube ich, auch davon ab, wie lang die Zeit insgesamt ist, dass wir dann entsprechend die Punkte bekommen. Also das kann dann anders sein, die Belohnung. Ja, was ihr auch machen könnt, wenn ihr keinen Bock mehr auf den Club habt, könnt ihr diesen verlassen. Hier unten links verlassen, weiter, und wir haben jetzt den Club verlassen, können dann einen anderen Club beitreten und dort leveln. Also die Punkte sind dann hier auf 0 gesetzt. Könnt dann hier, wie gesagt, dann Autos ausleihen oder hier die Strecken fahren. Na, die Zeit übernimmt da anscheinend. Okay. Wie dem auch sei, wenn wir dann wieder den Club wechseln zu Biker und gucken dort, sehen wir, die Punkte sind dort übernommen. Also die sind gespeichert für den jeweiligen Club, aber wenn ihr wechseln wollt, könnt ihr das ganz simpel machen. Ja, mehr könnt ihr hier nicht machen, meiner Meinung nach. Also für ein Level Up, zumindest für Level 2, habe ich jetzt keine Belohnung bekommen. Kann vielleicht in den höheren Levels sein, dass ihr dann eine Belohnung bekommt. Schreibt das vielleicht auch in die Kommentare, kann ich leider nicht sagen, tut mir leid, aber ich denke mal, so im Groben habt ihr den Sinn verstanden des Clubs. Finde ich jetzt nicht so interessant, höchstens die Kisten, die ihr dann unten am Markt wieder verkaufen könnt, da dann einfach mal gucken, wie die Preise sind, weil die können sich von Server zu Server unterschiedlich ausfallen, beziehungsweise auch von Zeit zu Zeit. Ist ja alles immer eine Bestandsaufnahme. Aber ich wollte es euch einfach so im Groben erzählen, was man machen kann. Und ja, das soll es gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Gerne Like und Abo dalassen. Ansonsten sehen wir uns mit der nächsten Folge wieder. Also Leute, bis dahin und ciao, ciao.